Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Wells Fargo. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Okay, leg mal los mit dem Check, aber erst kurz zur Dividendenrendite und die liegt aktuell bei 6,4%. Jetzt zum ersten Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Hier haben wir aktuell einen Wert von 187% und das ist natürlich auf jeden Fall schlecht, würde ich sagen. Und daher gibt es hier einen Minuspunkt. Dann zum zweiten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Hier schaut es deutlich besser aus, denn hier haben wir aktuell einen Wert von 27% und das ist sehr gut, würde ich sagen. Und daher gibt es hier einen Punkt. Das dritte Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also die Dividende ist in den letzten 10 Jahren von 0,2 auf 1,92 US-Dollar je Aktie angestiegen und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung und daher gibt es hier ebenfalls einen Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crash-Phase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende deutlich gefallen und zwar von 1,18 auf 0,2 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es zwei Dividendenkürzungen insgesamt. Und daher gibt es hier einen halben Minuspunkt von mir. Dann zum fünften Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut aktueller Analystenschätzung soll die Dividende fallen und zwar von 1,92 auf 1,20 die Aktie. Und deshalb gibt es hier ebenfalls einen halben Minuspunkt. Dann zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im aktuellen Jahr? Also laut aktueller Schätzung soll der Gewinn je Aktie deutlich fallen und zwar von 4,05 auf 0,15 US-Dollar. Und daher gibt es hier 0 Punkte. So, damit kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt Wells Fargo in meinem Dividendencheck insgesamt nur 0 Punkte. Und in meiner Sicherheitscheckabel landet die Aktie damit auch auf der zweitschlechtesten Stufe. Also kann man unterm Strich festhalten, dass die Dividende bei Wells Fargo insgesamt doch auf ziemlich wackeligen Beinen zu stehen scheint. Zumindest laut meinem Dividendencheck. Dann zum Abschluss noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meiner zweiten Videoserie hier auf YouTube. Und hier landet Wells Fargo momentan auf dem 79. Platz zusammen mit einigen anderen Aktien und insgesamt habe ich bis jetzt in meiner zweiten Videoserie 90 Aktien analysiert. Dann zum Abschluss noch ein Hinweis und zwar mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Dividende der Aktie anhand der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.